story about a monster? Or about a mouse? Im Jahr 2003 hatten Martin Pope und ich gerade Magic Light Pictures gegründet. Wir hatten beide kleine Kinder und haben ihnen, wie viele andere Eltern auch, jeden Abend aus dem Buch vorgelesen. Von Anfang an planten wir einen halb animierten Film und wollten am Buch und den fantastischen Texten festhalten. Die Figur musste sich auf No reimen, also mit einem O enden, und das Grr am Anfang klang grimmig. Außerdem reimte sich das englische Wort Gruffalo auf Buffalo. Ich stellte mir jedes Detail seines Äußeren vor. Beine, Knie, Hörner, Stoßzähne, Wimpern und Kinn. Dann überlegte ich mir alle möglichen Adjektive wie gelb, grün, blau, rot, lang, dünn, groß, stachlig, fürchterlich. Alles, was sich reimte, wurde verwendet. Was sich nicht reimte, flog raus. Die Geschichte vom Gruffalo lebt vom Rhythmus des Reims. Ich habe nicht erwartet, dass der Gruffalo so erfolgreich sein würde. Dieser unglaubliche Erfolg hat mich wirklich überrascht. Und bei dem Gedanken, wie viele Kinder jeden Abend den Gruffalo lesen, wird mir schwindlig. Es geht in der Geschichte um Schlauheit gegen Muskelkraft. Der Gruffalo ist muskelbepackt und riesig. Die Maus ist schlau und gewitzt. Es geht auch darum, dass jemand, der sehr klein ist, jemanden besiegen kann, der sehr groß ist. Ich hoffe, diese Botschaft macht Mut. Nachdem ich den Text gelesen hatte, waren dies meine ersten Skizzen vom Gruffalo. Er sah am Anfang viel furchteinflößender aus. Der Herausgeber bat mich dann, ihn doch ein bisschen niedlicher zu gestalten. Also zeichnete ich ihn etwas freundlicher. Ich treffe oft Eltern, die mir sagen, sie fänden ihn knuddelig und süß. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Wir hatten viele Angebote in die Richtung, oh, machen wir 13 Folgen. Der Gruffalo und die Maus als Fortsetzungsgeschichte. Es gab sogar ein Angebot aus Hollywood für einen 90-Minüter mit einer ganz verrückten Handlung, die nichts mit dem Buch zu tun hatte. Ich bin wirklich froh, dass Magic Light Pictures meine Texte von Anfang an 1:1 übernommen hat. Das freut mich. Beim Vorlesen merkt man, wie die Kinder sich für die Geschichte begeistern. Ich lese es gern vor, denn das Geniale an Julia Donaldsons Schreibkunst ist der Rhythmus ihrer Reime, die man einfach immer wieder vorlesen möchte. Silly old snake. Doesn't he know? There's no such thing as a Gruffalo. Die Maus spazierte im Wald umher. Oh! Huh?
Sie gingen eine Weile. Da merkte er was. Ich höre ein Zischen da vorne im Gras. Ah, Schlange! Sprach die Maus. Tag, Schlange. Hallo. Da sah die Schlange den Gryffalo. Ui, zischte sie. Leb wohl, kleine Maus. Und nahm auf dem schnellsten Wege reißaus. Na bitte, sprach die Maus. Was sag ich dir? Erstaunlich, sagte das Gryffeltier. Ja!